Tausende Besucher sind am vergangenen Sonnabend ins Schneeberger Gewerbegebiet geströmt. Unter dem Motto Schneeberg macht mobil, Gewerbe, Sport und Spiel wurde zum 6. Tag des offenen Gewerbegebietes sehr viel geboten. Bestandteil war so zum 4. Mal der erzgebirgische Autofrühling. Autohäuser der Region informierten unter anderem zum Thema Elektromobilität. Mobilität gab es aber nicht nur auf dem Lande. Viele Gäste nutzten die Gelegenheit, Mobilität in der Luft bei einem Hubschrauberrundflug rund um Schneeberg zu erleben. Laut und spektakulär ging es hingegen bei den Motocross-Shows zu. Aber auch an die jüngsten Besucher wurde gedacht. Für Spiel, Spaß und gute Laune sorgten unter anderem der Segway- und Elektroauto-Parcours, die Hüpfburg, Kinderschminken sowie der Verkehrsgarten, die alle auf dem Gelände der Stadtwerke aufgebaut waren.